الصراط وعند تطاير الصحف. Wenn du deine Buch kriegen willst, in dieser Stelle, keiner kennt den anderen. Es geht um Paradies. Es geht um Paradies. Andere Hadith. An Anas radiyallahu anhu, annahu sa'ala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa qala ya Rasul Allah, ayna ajduka yawm al-qiyamah. Nur von diesen Fragen wissen wir genau, wie die Sahaba waren. Da haben Gedanken an Yom al-Qiyam, nicht an Dunya. Ein Ajduka Yom al-Qiyam. Hadithun rawat Tirmidhi, Hadithun sahih. Faqala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, inda thalathati mawatinin. In drei Stellen. Wenn du mich nicht in einer Stelle findest, dann geh mal bei anderen. Wenn nicht, bei der dritten. Qala Anas. Wo eine, ya Rasulullah? Wo? قال عند الميزان إذا لم تجدني عند الميزان فستجدني عند الصراط وإن لم تجدني عند الصراط فستجدني عند الحوض عند حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wenn du mich nicht mit der Waage ist findest, dann findest du mich bei der Brücke. Wenn nicht, in meinem Becken. In der Haut. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat Sorgen um uns hier in Dunya gemacht und auch in Yawm al-Qiyam. Subhanallah sallallahu alaihi wa sallam. Lakin, wenn wir ihm nicht, wo die Waage finden und auch genau nicht auf der Brücke finden, da 100% werden wir inshallah ihn in Becken finden. Aber sehr schlecht, wenn wir dort sind. Und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam will uns auch Wasser geben. Hatta ta'til mala'ika. Da kommt auf einmal Engels. Die werden ihm sagen, la ya Rasulullah, der bestimmt nicht. Fayaqul, lima, warum? Subhanallah. Obwohl die haben ihm gesagt, der bestimmt nicht, trotzdem fragt er weiter, warum nicht? فتقول الملائكة يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. Du weißt nicht genau, hier auch eine große Tour, dass Rasulullah صلى الله عليه وسلم erkennt kein Ghaib. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وفي الحديث إنما أنا بشر مثلكم أنسى ما تنسون. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. Und auf einmal, solange er Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam das hört, khalas, suhqan, suhqan, buhdan, buhdan. Wenn du auch dieses Wort auch hörst, dann Allahu musta'an. Dann ist es keine gute Freundschaft. Suhqan, suhqan, buhdan, buhdan. Qala Allahu azza wa jal. Morgen so, Al-Muhasaba, wenn du auch Muhasaba hier auch machst, da du glaubst 100%, dass Allah uns nicht einfach so erschaffen. Es gibt eine Sache, nicht wie andere, die sagen, wenn wir sterben, dann khalas, du ist schon alles vorbei. Nein, nein. Afahasibtum, annama khalaqnakum abatha, wa annakum ilayna la turja'u. Denkt ihr nur, ich habe euch erschaffen damit, einfach so, aus Lust und so weiter. Und das was? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُ. Andere Aya. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُطْرَكَ سُدَى. Mach was du willst, nach dein Hawa, nach dein Nafs. Und dann du sagst, okay, ich werde auch Paradies kriegen. Nein. إِنَّ سِلْعَةَ الْجَنَّةِ غَالِيَةً. Paradies ist nicht einfach. Und gleichzeitig einfach. Subhanallah. Es gibt ein Hadith, Rawahu Tis'ah. At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Dawud, Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah und so weiter. Da haben wir gesagt, dass das ein Hadith und sahih. Und wir wissen nicht, also ein Hadith, der besser als diese Hadith von Belohnung ist. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم
Es geht um Freitagsgebet. Yomul Jum'ah. Yomul Jum'ah bei uns jetzt auch ganz normal geworden. Viele Muslime, die arbeiten auch in ich meine nicht hier. Ich weiß genau, wie das läuft. Aber mindestens, dass du Salatul Jum'ah teilnimmst, muss. Salatul Jum'ah muss. Ist nicht Sünde oder beliebt, nein. Muss. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من اغتسل وغسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا إلى الإمام yes. Nochmal. Wenn du Ghusl machst in Yom al-Jum'ah, in Freitagsgebet, am Freitag, sagen wir so, wenn du Ghusl machst, Ghassala heißt, es gibt zwei Bedeutungen. Entweder richtig machst du so richtig, oder du machst Beischlaf mit deiner Frau. Du machst Ghusl und sie macht auch Ghusl. Wenn jemand verheiratet ist. Man rassala, und du bist früh in die Moschee gekommen. Früh. As-Salaf, As-Sahaba, manchen, die gehen nicht nach Hause nach Fajr-Gebet vom Freitag. Die bleiben dort. Warum? Weil die wissen genau, dass es gibt extra Engel, die kommen nur am Freitag runter. Nur am Freitag runter. Und die stehen an die Tür von der Moschee und die schreiben. Erster, zweiter, dritter und so weiter. Wenn Al-Imam reingekommen ist, Yatrus-Suhuf, die machen zu, das Buch, wo die geschrieben haben, die machen zu, die gehen nicht weg, Wallahi, die gehen nicht weg. Die hören zu. Das heißt, die Engel, die streben auch nach Wissen, subhanallah. Obwohl die Engel sind, obwohl wir auch das nicht sehen. Aber die sind dabei, die sind 100% kama qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Die sind mit uns auch genauso. Allah, die sind mit uns hier. Aber Alhamdulillah, dass wir das nicht sehen können. Wie kannst du einen Engel sehen? Al-Rasul sagt, er konnte das auch nicht richtig sehen. Als er das gesehen hat, der ist durcheinander gegangen, obwohl er Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ist. Jibril alaihi wa sallam. Kann man das nicht ertragen, dass du ein Engel live siehst? Lakin, aber. Du wirst ihm zum ersten Mal, wenn du beim Sterben bist, subhanallah. Malakul Maut. Life. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Wenn du beim Sterben bist, du siehst alles, du siehst diese Wahrheit. Diese Wahrheit. Subhanallah. Du siehst Malakul Maut. Die Engel, die auch ihm helfen. Im Grab wirst du auch Munkar und Nakir auch sehen. In Yawm al-Qiyam auch genauso. وجاء ربك والملك صفا 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 لكم الأغرنت سبحان الله بس أخ دي على تير الأخ مت تير نيم أنا هذا دو بس نيم أن 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 لوفا أن إلفان سبحان وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وصارن تير الأخ كم نكس أما تقسم دوت كيس أخ كساس Al-Natiha. Wenn ein Schaf andere hier in den Nähe gegeben hat, sie wird auch dort auch kriegen. Obwohl, warum? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Na, na, Mahibad. Qala Allah ta'ala kadhalik. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Das heißt, wenn du nur Dunya liebst, du wirst auch ein riesiger, ein richtiger Strafe bekommen. Wenn du, كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم, من شب على شيء شاب عليه ومن مات على شيء بعث عليه. Ich kenne jemanden, ich habe nur gestern wurde auch das erzählt, ein alter Mann.
Und mein Onkel, der arbeitet bei ihm. Schon lange, seit 40 Jahren. Und dieser alte Mann ist fast 90 Jahre alt oder fast 100 Jahre alt. Und noch nie gebetet. Hat Geld. Richtig Geld. Und jetzt, der ist nur zu Hause mit seiner Frau. Und manchmal, der geht durcheinander. Und die schreit. Manchmal, der ist nur beim Schreien. Und was sagt er? Der sagt, gibt ihr mein Geld. Gibt ihm mein Geld. Richtig, wie ein verrückter Mensch. Was macht seine Frau? Seine Frau gibt ihm einen Schein. 100 Dirham Schein. Gibt ihm und der nimmt das genauso, macht so und der wird beruhigt. Als er diesen Schein so berührt, dann alles. Der wird richtig beruhigt. Und das passiert nicht nur einmal, öfter, pro Tag. Und der schreit so in einer Stunde wieder, schreit wieder. Seine Frau gibt ihm nur Geld, der schreit. Der macht so, wie eine Schnuller heißt das, Schnuller, Babyschnuller, Geld. Obwohl er noch nie gebetet hat. Und schau mal, diese Ende, was er hat jetzt. Ein schlechter Ende. Warum? Weil sein Geld werden ihm nicht helfen. Der werden ihm nicht helfen nachher. Andere, وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Wenn du wie Hisab und Nafs machst, du wirst eine riesige Belohnung auch in Yom Kiyam kriegen. Warum? Weil, wie gesagt, die Taten, dort nur Belohnung. Dort gibt es keine Belohnung. Auch wenn du beim Sterben bist, was ist deine Hoffnung? Dass du nur zurückkommst in Dunya, um etwas zu machen. Aber geht nicht mehr. Vorbei. Deshalb hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kana amir al-mu'minin. Und der erste, der mit diesem Namen gehabt hat, der amir al-mu'minin ist Umar ibn Khattab. قال كنت أمشي بين الشوارع يتفقد مواطنين Mordnehmen. Die Bürger, ihr seht, was bei den Bürgern fehlt. Nicht wie die anderen, subhanallah. Umar ibn Khattab. Mit wem war er? Mit Abdurrahman ibn Auf. Und auf einmal, da haben gehört, dass ein paar Kinder, die schreien, zu Hause. Und hat geklopft. Fakar, die Frau, schau mal, da war eine Frau, eine Witwe mit drei weisen Kindern. Was macht diese Frau für ihre Kinder? Ein Topf, drin ist nur Wasser. Nur Wasser. Gekochtes Wasser. Und die Kinder, die warten. Da haben Hunger. Und die schreien. Wann ist das Essen fertig? Sie sagt, ja, noch ein paar Minuten. Noch ein paar Minuten. Bis Umar ibn Khattab kam und hat diese Sachen auch gesehen. Und da hat ihm gesagt, der kennt eben nicht, dass er Umar ibn Khattab ist. Sie hat ihm gesagt, ich werde morgen bei Umar ibn Khattab beschweren. Obwohl er Umar ibn Khattab ist. Was hat gemacht? Umar ibn Khattab. Der ist zu Beit al-Mal al-Muslimin gegangen und hat Essen besorgt und zu dieser Frau gegeben. Und dann Abdurrahman ibn Auf hat ihm gesagt, ja, Amir, geh mal nach Hause, reicht. Hat ihm gesagt, Wallahi, ich kann diese Familie nicht verlassen, bis die Kinder wieder lachen. Weil ich habe die gefunden, dass sie beim Weinen sind. Ich muss warten, bis die wieder lachen, dann kann man gehen. Qala Abdurrahman ibn Auf, in Fajr-Gebet. Allahu Akbar. Jetzt Abdurrahman ibn Auf erzählt, hat gesagt, als er uns Vorbeter war, er hat ein Sura rezitiert, Wallah, ich habe gar nichts verstanden, was er rezitiert hat. Warum? Weil er richtig gemeint hat. Deshalb konnte ich nicht wissen, was er mit welcher Sura gelesen hat. Morgen früh,